Auschwitz, Birkenau. The expansion of Auschwitz. In den Aufnahmen beschreibt der republikanische Abgeordnete aus Louisiana vor den Brennöfen die Gräueltaten der Nationalsozialisten, die sich dort abgespielt haben. Dann spricht er über die Gegenwart. Die Welt ist heute viel kleiner geworden als während des Zweiten Weltkrieges. Die USA sind heute viel zugänglicher für Terror wie diesen, für Horror wie diesen. Es ist schwer, von den Gaskammern und Öfen wegzugehen, ohne ein sehr ernstes Gefühl der Entschlossenheit, eine unerschütterliche Erschlossenheit, verdammt noch einmal sicherzustellen, dass die USA vor dem Übel der Welt geschützt sind. Das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau verurteilt den Netzauftritt des Politikers als pietätlos. Jeder hat das Recht, das Gesehene zu reflektieren. Dennoch sollte im Inneren einer früheren Gaskammer andächtige Stille herrschen. Der Ort ist keine Bühne. Auch der Vorsitzende des Anne Frank Center for Mutual Respect, Stephen Goldstein, reagiert entrüstet auf das Video. Er betont, dass es sich bei Auschwitz nicht um ein Fernsehstudio handle. Higgins entschuldigt sich am Mittwoch für sein Video aus dem NS-Vernichtungslager Auschwitz. Das Video ist am Samstag auf seinem offiziellen YouTube-Kanal hochgeladen worden. Inzwischen ist es jedoch gelöscht. Auf anderen YouTube-Channels ist das Video jedoch noch abrufbar. Unwavering commitment to make damn sure that the United States of America is protected from the evils of the world.